Ja, mein Name ist Hermann Lübbert, ich bin Vorstandsvorsitzender der Biofrontera AG, ein Unternehmen in Leverkusen im pharmazeutischen Bereich. Wir haben angefangen als typisches Biotechnologieunternehmen, unterscheiden uns von den meisten anderen dadurch, dass wir ein Medikament, verschreibungspflichtiges Medikament mit einer Zulassung sowohl in Europa als auch in den USA haben. Und damit sind wir das erste kleine deutsche Unternehmen, das jemals eine zentralisierte europäische Zulassung und eine FDA-Zulassung bekommen hat. Das Medikament wird eingesetzt zur Behandlung von Hautkrebsformen und wir sind gerade dabei, das in USA auszubieten und damit bringen wir das Unternehmen auf ein deutlich anderes Niveau und haben deswegen den STEP Award verdient.